Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir sind jetzt hier wieder zurück zu diesem Schlangenpfad gegangen und haben hier direkt zwei, ja, etwas ätzenden Gegnern vor uns. Habe aber jetzt offscreen schon mal ein. Ja, da wurden wir auch schon gesehen. Ihr werdet jetzt sehen, was ich hier habe. Einer meiner neuen Beschwörungszauber ausgerüstet, und zwar den Skeletthelden. Wir werden uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen durchtesten, würde ich mal sagen. Und ihr seht auch, dieses Skelett bleibt relativ lange. Hier habe ich gerade ausgerüstet. Jetzt können wir als nächstes mal direkt den Skelettmeister beschwören, um einfach mal rauszufinden, was der so drauf hat. Und auf der 5 habe ich meinen neuen Wiederherstellungszauber. Das ist also der Skelettmeister. Was? Okay, der hat auf jeden Fall den Dude richtig umgeboxt. Der macht auch guten Schaden. Ja, komm, gib ihm. Und schon ist der Skelettmeister aber auch schon erledigt. So, zack, 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 zack. Okay, und dann können wir auch direkt noch meinen neuen Heilzauber uns ansehen. Ja, der ist schon mal ein bisschen besser als den üblichen Heilzauber, den wir sonst hatten. Kostet aber dafür weitaus mehr Mana. So, als nächstes hätten wir hatten ja jetzt Skelettmeister und Skelettheld. Jetzt hätten wir noch der drauf oben. Dann würde ich jetzt erstmal noch den holen, und zum Schluss heben wir uns auf jeden Fall dann mal die Detra-Spinne auf, weil die hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Oh, sagt bloß, wir haben Glück und die sind hier noch tot. Das wäre optimal für uns, wenn die hier tot wären. Ich glaube, oh mein Gott, wir haben noch mal Glück, Leute. Die Oger hier sind noch alle tot. Das können wir dann perfekt im Tal dann auch ausnutzen. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Alter, wie wir hier durchrennen. Das ist auch schon krass. So. Zack, zack, zack und raus hier. So. Aber man muss wirklich schon sagen, die waren weitaus jetzt stärker, unsere neue Beschwörungszauber. So. Wir sind jetzt hier im Tal. So, ich lese mir jetzt nochmal ganz kurz diese Notiz durch. Wir hätten ja auch hier einmal eine Karte, ne? Ach so! Ach nee. Okay, dann hat sich das jetzt wieder gerade erledigt. War das die geheimnisvolle Notiz? Nein, das war das mit dem Graufuchs. Zerknitter-Notiz, genau. Genau, die hatten ja über einen Ring gesprochen, den sie von ihm hier geklaut haben, von diesem Magier. Und der hat die ja gejagt. Und dann ist der Dude hier mit dem Ring in dieses Tal gefallen. Und hat dann den Ring versteckt. Und wenn sein Freund diese Notiz finden sollte, würde der Ring ihm gehören. Und er hat ja gesagt, genau, er ist hier runtergefallen. Ja, er hat diesen Teil in diesem, er hat es hier versteckt. Und das hier verstehe ich halt noch nicht so ganz. Oder meint er damit, dass er die Truhen aus den Ruinen rausgebracht hat und die dann hier verteilt hat? So, was ich schätze, ist das jetzt so. Wir haben jetzt hier einen rostigen Schlüssel, ne? Dabei, den wir ja in diesem Fass gefunden haben. Hier. Jetzt kann es natürlich sein, dass es hier wirklich mehrere Truhen gibt, aber dieser rostige Schlüssel erstmal nur zu einer passt.
Und in dieser Truhe wiederum ist dann der nächste Schlüssel, wo wieder für irgendeine Truhe passt. Also, und dann kommt man irgendwann zum Ring. Würde ich jetzt dann so, wenn ich das so richtig verstehe. Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal in diesem Tal umsehen. Aber ich schätze mal nicht, dass der die Truhen hier irgendwie in der Wildnis versteckt hat. Aber vielleicht ist ja hier auch irgendwo noch eine Höhle, wer weiß. Guck mal, hier wäre zum Beispiel ein perfekter Ort für eine Truhe gewesen. Ich weiß ja auch nicht, wie viel das sind. Jetzt stellt euch mal vor, das sind, keine Ahnung, 10 Truhen. Jetzt als reines Beispiel, so. Und wir müssen erstmal von diesen ganzen 10 Truhen... Hier ist eine! Vergessene Truhe. Und dafür habe ich keinen Schlüssel. Okay, wir haben aber eine Truhe gefunden schon. Und das ist das Ding jetzt. Wenn es jetzt dann 10 Truhen gibt, aber nur ein... Und mein Schlüssel halt ja nur für eine Truhe passt... Müssen wir uns alle Orte dieser Truhen merken und die immer wieder abklappern, bis wir die richtige Truhe gefunden haben. Das wird hier richtig ätzend. Vor allem war da ja vorhin noch so eine Ruine. Da unten ist ein Ogre. Aber das soll mir sogar diesmal recht sein. Denn ich habe hier was für ihn. So, box ihn weg, box ihn richtig weg. Okay, wir müssen uns anscheinend, also ich schätze mal, die Truhen sind an solchen Orten mehr. Weil ich finde ganz ehrlich, ansonsten wäre das echt ganz schön mies versteckt. Okay, der D-Drauf ist schon stark. Aber ich werde dann natürlich weiterhin doch dann lieber, glaube ich, Zerstörung trainieren. So. Ich weiß halt auch, dass halt auch noch das Ding zusätzlich. Wie groß ist das Tal? Gibt es hier dann noch mehr Quests? Gibt es hier wirklich auch... Was kann ich denn da looten? Also ich denke mal, wir werden jetzt noch einige Parts hier verbringen. Da habe ich ihn jetzt nochmal Akrobatik verbessert. Ich meine, schaut euch mal an, ich kann nur alleine schon hier hochspringen. Und dann könnte hier oben, könnte einer von was weiß ich wie viel Truhen versteckt sein. Aber Hauptsache, wir haben eine Truhe. Ich mach mal die Karte auf, weil ich nicht weiß, ob ich da unten war. Und war ich halt nicht, ne? Jo, 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 jo. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, das wird hier eine richtig lange Nummer noch. Bis wir hier weg sind. Und ich ja eh, ich loote hier noch jede Zutat, die ich finden kann. Ich glaube, ganz ehrlich, bis wir hier weg sind, rechne ich mit einigen Parts. Einigen Parts. Weil, wie gesagt, wenn es hier und da... Ich kann ja auch hier... Ich kann hier so leicht eine Truhe übersehen. Vielleicht mache ich mir auch einfach nur zu viele Gedanken. Ich glaube, ich sollte mir... Ich sollte mir, glaube ich, echt nicht so viel Gedanken gerade machen. Ich sollte vielleicht am besten einfach jetzt in Ruhe mich hier umschauen. Das Gute ist ja, wir decken ja die Karte auf und wissen schon mal, wo wir waren. Wir wissen auf jeden Fall, wo eine Truhe ist schon mal. Das ist direkt eigentlich über uns, ne? Also wenn man aus dieser Tür rauskommt. Waren wir da unten schon? Das ist auch noch, glaube ich, ein Ort, wo wir nicht waren, oder? Ja, der ist auch noch neu. Da könnte vielleicht auf jeden Fall auch eine Truhe sein. Aber bevor wir da runtergehen, will ich dann doch lieber nochmal hier. Einfach jetzt nur. Ne, Neugierde kickt dann da schon wieder rein. Man kennt es.
Hier oben zum Beispiel. Oder auch da. Oh Gott. Nein, nein, nein. Keine großen Gedanken machen. Warte, nee, stopp. Von da oben kamen wir. Genau. Okay, 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 okay. Nee, da oben waren wir schon. Moment mal. Jetzt gucken wir nach da. Hier geht's weiter. Wir gehen mal da entlang. Das da unten habe ich jetzt eben nicht vergessen. Keine Angst. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass es sogar, was weiß ich, nur 5 Truhen gibt oder nur 3 Truhen gibt und dass es dann ein bisschen leichter ist. Ah, da ist diese eine Ruine, wo wir halt noch hin wollten. Genau, 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 dahinter. Wir gehen jetzt aber erst einmal noch hier entlang. Das Gute ist, hier sind doch erstmal... Ach, hier kann ich gar nicht hin. Aber hier kann ich hin. Okay, dann ist das halt wirklich abgeschnitten. Dieses Tal ist ein Extragebiet. Ich kann hier nicht weitergehen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Gut, wisst ihr was? Dann gehe ich jetzt einfach mal zu dieser Ruine. Hier werden aber bestimmt Gegner sein. Oh, fuck. Hier kann ich nicht hin. Hier kann ich nicht hin. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Oh, hier könnte... Oh mein Gott. Hier könnte eine Truhe versteckt sein. Komme ich hier rein? Die Frage ist, komme ich hier auch wieder raus? Komm, währenddessen... kann ich wenigstens ein bisschen hier... die Veränderung trainieren. Boah, ey, ich will echt wissen, was das für ein Ring ist, ne? Man hat ja halt keine Info, kein Questfile, rein gar nichts. So, hier ist nichts. Hier ist eine Truhe? Unmöglich! Ja! Und jetzt haben wir den nächsten. Verstehe, okay, dann ist das wirklich so. Okay, wir haben einen weiteren Schlüssel gefunden und der hat gepasst. Nice! Nice, nice. Oh, wir kommen voran. Da, okay. Das muss einfach nur die Belohnung eigentlich sein. Ohne Mist jetzt. Das ist einfach nur die Belohnung dann, hoffe ich. Ich hoffe, das lohnt sich. So, ich glaube, hier unten haben wir uns ja, wie gesagt, noch nicht so wirklich umgesehen. Dann werde ich das jetzt mal noch nachholen. Hoppala. Und hier ein bisschen umherlaufen. Ich denke aber nicht, dass... Pass auf, die hält so eine kleine Schatulle in der Hand oder so. Nee. So, einmal ganz kurz Karte anschauen. Oh ja, wir haben gut aufgedeckt. Hier oben kamen wir nicht mehr weiter. Hier fehlt ein Teil. Wir sind hier, den könnten wir... Und hier komplett sogar... Dann müssten wir hier hoch. Ist das richtig? Nochmal abchecken. Genau. Wir klappern das jetzt hier alles ab. Wir haben einen Schlüssel. Ich könnte jetzt natürlich probieren gehen, ob der direkt zu dieser anderen Truhe passt, die wir hier über uns gefunden haben. Also nur schon mal allein, dass dieser Schlüssel, den wir jetzt haben, genau für diese Truhe gepasst hat, ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Wir müssen ein bisschen runtergehen eigentlich, aber das ist ja Quatsch. Das da oben, ne? Hier zum Beispiel. Karte nochmal aufmachen. Ja, hier sind wir richtig. Hier. Ich könnte jetzt ja auch mal eine Fackel rausholen. Komm. Auch es ist jetzt nicht so arschdunkel, aber ich glaube, eine Fackel, die hilft ein bisschen mehr. Ja, komm, hier ist doch wohl eine Truhe, oder? 100 Pro, hier ist doch bestimmt eine Truhe. Ich sehe jetzt mal nichts im ersten Moment. Auf jeden Fall haben wir das Gebiet hier.
komme ich erst gar nicht weiter, weil ich hier noch gar nicht weitergelaufen bin. So, wo war denn hier der andere, wo war nochmal der, verdammt, wo war denn der eine Eingang jetzt nochmal? Dann würde ich jetzt mal gerade, bevor wir uns dann auf der komplett anderen Seite mal umsehen, hier zurückgehen und schauen, ob sich diese eine Truhe öffnen lässt, die wir da jetzt vorhin schon gefunden hatten. Und dann würde ich auch schon den Part beenden. Genau, hier war der eine Oge, den wir mit dem Detroff oder wie auch immer. Wahrscheinlich spreche ich das komplett falsch aus. Den wir dann damit bekämpft haben. Und mit der Zerstörungsmagie. Jetzt sagt bloß, ich komme nicht hier hoch. Das gibt's doch nicht. Guck mal hier. So, das will ich jetzt noch haben. So, ich glaube, wir sind hier hinten richtig, ne? Hier war das doch. Oder? Ja, hier. Nein, okay, da passt der Schlüssel immer noch nicht. Gut, das heißt, wir müssen weitersuchen. Hier war der Eingang. Okay. Dann werde ich jetzt einfach mal komplett hier runtergehen. Natürlich hier noch ordentlich Zutaten looten. Hier waren wir auch schon. Okay. Aber hier unten definitiv noch nicht. Ich habe halt Angst, ne? Weil ich gehe mal erst davon aus, dass es ein bisschen übertrieben war mit 10 Truhen, aber trotzdem muss ich hier echt die Augen offen halten. Da waren wir auch. Genau, ich weiß noch, dass ich hier runter bin, weil mich das hier so interessiert hat, ne? Weil das sah schon auch cool aus. Muss man einfach mal so sagen. So, jetzt werde ich es erstmal wieder mit der Beschwörung ein bisschen lassen, weil ich glaube hier hinten zum Beispiel könnten wieder Oger sein. Ich rüste mal vorsichtshalber hier. Ach genau, wir könnten mal noch für den nächsten Part mal noch die Spinnen-Detra beschwören, mal ausrüsten. Wir wissen, wie das Vieh aussieht oder ob das dieses komische skorpionartige Monstrum oder dieses krebsartige Monstrum eher war. Was wir jetzt ja schon eben bekämpft haben, zusammen mit den Minotauren. Gut, hier haben wir mehr Zutaten als Truhe. Ei. Oh, guck mal an hier. Hatte ich gerade Kampfesmusik oder was? Oh mein Gott. Wo geht's denn da noch hin? Ich glaube, da kommen wir nicht hoch, oder? Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir auch nicht hoch. Alter, wenn wir hier nicht Akrobatik trainieren, weiß ich auch nicht mal weiter. Oh, das sieht doch hier vielversprechend aus, oder nicht? Ja, Alter, da oben bestimmt. 100 Pro. Let's go. Da wird sicherlich eine Truhe sein. Komm. Ah, hallo, hallo. Ich dachte... Ach, hier kann ich gar nicht weiter. Und hier so? Ja, aber hier kann ich weiter, lol. Ich kann hier hoch. Ich kann hier hoch, Leute. Ich glaube... Es könnte sein, dass... Alter, wenn hier oben... Oh, also hier oben muss eine Truhe. Wo sind wir eigentlich? Ja, sonst wo? Wo?
Oh Gott, dass ich da nicht rauscrawlen kann. Oh mein Gott, schnell hoch. Nicht, dass ich da runterfalle. Nein, hier. Oh, 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 ich dachte schon. Nee. Nein, hier können wir nicht. Hier können wir nicht weiter. Von da kamen wir. Okay, ich schaue mich jetzt mal noch schnell. Ah nein, hier ging es dann auch nicht mehr weiter. Hier ging es dann auch nicht mehr weiter. Hier auch nicht. Ich habe wahrscheinlich die Truhe schon längst übersehen. So, ich schätze mal, dass wir dann hier auch nicht hochkommen. Nee, okay. Wo bin ich denn hier? Bereich wird geladen, na immerhin. Ich komme hier nicht weiter. Hier ist wieder eine unsichtbare Wand. Warum auch immer. Okay. Hier kommen wir auch nicht weiter. Oh, schade. Ich dachte, das wäre eine Truhe. Kommen wir hier vielleicht noch irgendwie hoch? Alter, bin ich jetzt echt dumm? Ich habe schon drauf geachtet, ob was auf dem Boden ist. Ich habe nichts gesehen. Nee, hier kommen wir erst gar nicht hoch, ne? Nee. Oder? Nein. Könntest du ja hier versuchen. Nein, hier geht es erst gar nicht hoch. Okay. Scheiße. Ja, dann jetzt liegt's an einer verkackten Truhe, die wir nicht finden. Vielleicht bei der Ruine nochmal irgendwie in der Nähe. Aber egal, komm, ich werde jetzt hier erstmal den Part beenden. Oh, kann ich hier nochmal looten? Ne, habe ich wahrscheinlich einfach nur nicht gelootet. So wie hier ebenfalls auch. Aber ich glaube, das Tal ist erstmal soweit immer noch von den Ogern befreit. Und ganz ehrlich, dann suchen wir einfach am nächsten Part weiter. Dann ist es jetzt halt eben so. Ich sag ja, das hier wird, glaube ich, einige Parts dauern, bis wir da irgendwie eine weitere Truhe gefunden haben. Laut Karte sieht es jetzt wie folgt aus. Wir waren... Ich würde halt gerne ran... Da unten fehlt zum Beispiel noch ein Abteil. Ah, jetzt sehen wir hier auch die Grenze, ne? Guck mal hier zum Beispiel. Ja, aber hier hatte ich gar keine Grenze, ne? Hier unten fehlt ein Teil, ein großer Teil. Hier müssten wir mal da noch hin. Hm. Hier noch fehlt ein Teil. Wo bin ich jetzt denn eigentlich gerade? Wieso werde ich nicht auf der Karte angezeigt? Ich stehe doch vor dem Ding. Da bin ich jetzt. So, ich müsste jetzt hier eigentlich irgendwo sein. Ich müsste eigentlich hier an der Statue sein. Hier. Hier müsste mein Fall gerade sein. Boah, okay. Ich sehe mich selbst nicht mal. So, ich müsste ein bisschen in diese Richtung noch gehen. Gut, wir machen einfach hier beim nächsten Mal weiter. Ich will gottverdammt jetzt diese Truhen finden, ne? Das ist mir so wichtig. Ey, also das muss echt eine krasse Belohnung sein, ne? Das in diesem Scheißtal hier zu finden. Gut, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns einfach genau hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion. Macht es gut, ciao.